Brötchen zum Selberbacken. Praktisch und haltbar. Aber was bekommt man da für sein Geld? In diesem Supermarkt gibt es 5 verschiedene Varianten aus dem Brotregal oder dem Tiefkühlfach. Profibäcker Ludwig Neulinger nimmt die Produkte für uns unter die Lupe. Der Mann ist gestandener und erfolgreicher Bäckermeister mit 5 Filialen in München. Er weiß genau, wie es sein muss. Das echte Brötchen vom Bäcker. Wenn ich es ganz toll mache, muss natürlich Resche, Krusten haben. Also natürlich sollte die innen aromatisch sein. Gemeinsam mit dem Experten geht's ans Einkaufen. Wir nehmen einfach mal mit, was gerade da ist. Der Plan? Kaufen, checken, schmecken. Und Ihnen so zu helfen bei der Qual der Wahl. Unsere Kandidaten von günstig nach teuer. Zum Vergleich haben wir die Preise auf 1 Kilo hochgerechnet. Die Variante günstig kostet nur 1,30 Euro. Als nächstes Tiefkühlweizenbrötchen für 3,53 Euro. Dann Biobrötchen aus dem Tiefkühlfach für 4,85 Euro. Die Do-it-yourself-Variante, Teig zum Selbstformen für 5,42 Euro. Teuerstes Produkt, die Luxusvariante für 7,04 Euro das Kilo. Diese 5 Produkte checken wir in den Kategorien Inhaltsstoffe, Zubereitung und, klar, Geschmack. Los geht's mit dem Inhalt der Brötchen und der Frage, welche Aufbackbrötchen kommen denen vom Bäcker am nächsten? Experte Ludwig hat das Bäckerhandwerk von der Pike aufgelernt und weiß, was in ein echtes Bäckerbrötchen gehört. Das ist im Grunde Mehl, Wasser und Salz und Hefe. Kandidat Nummer 1. Aus welchen Zutaten bestehen die günstigen? Weizenmehl. Wasser, Salz, Hefe, Traubenzucker. Bis auf den Traubenzucker also die klassischen Zutaten. Aber die Liste geht noch weiter. Emulgator, Mono- und Diacetylweinsäureester, Natriumacetate. Die Zusatzstoffe gelten als unbedenklich. Das sind Frischhalte- und Konservierungsmittel. Wie sieht es bei den Tiefkühlweizenbrötchen für 3,53 Euro das Kilo aus? Da sollten jetzt dann eigentlich weniger Zusatzstoffe drin sein, weil es ja tiefgekühlt ist. Schaut auch ein bisschen spontan schon überschaubarer aus. Tatsächlich, von Mehl bis zur Hefe nur frischbäckertypische Zutaten. Um die Brötchen geschmeidiger zu machen, ist zusätzlich Rapsöl drin. Da wir jetzt quasi keine einzige Chemikalie drin, die man nicht aussprechen kann. Die Zutaten der Tiefkühlweizenbrötchen entsprechen, außer einem natürlichen Zusatz, dem Frischbäckerbrötchen. Jetzt die Bio-Variante. Neben Mehl, Hefe, Salz und Gerstenmalz steckt hier Soja drin. Warum? Macht es, dass sich die einzelnen Komponenten vom Teig besser miteinander verbinden. Wenn das gut alles verbunden ist, wird gegebenenfalls ein größeres Volumen entstehen. Sprich, Soja plustert die Brötchen etwas auf und ist als Zutat absolut unbedenklich. Hinzu kommt, hier stammt laut Hersteller alles aus biologischem Anbau. Weiter mit dem Exoten unter unseren Aufbackbrötchen, der Variante zum Selberformen. Drin sind Weizenmehl, Wasser, Zucker. Statt der klassischen Hefe entdeckt Ludwig allerdings etwas anderes. Backtriebmittel, Glucano, Delta, Lacton, Natrium, Hydrogen, Carbonat. Also nach Hefe hört sich's nicht unbedingt an. Es ist eine ungefährliche Art Backpulver, die in der Lebensmittelindustrie weit verbreitet ist, nicht aber beim Frischbäcker. Jetzt zu den Inhaltsstoffen der teuersten Aufbackbrötchen im Check. Die Luxusvariante für 7,04 Euro pro Kilo. Wenige Zutaten? Fehlanzeige. Über 20 Inhaltsstoffe. Darunter Natriumcarboxymethylcellulose. Das ist eben ein Frischhaltemittel, also bindet Wasser, sprich dann bleibt es länger frisch. Oder anders gesagt, das ist ein Verdickungsmittel. Ein zugelassener Lebensmittelzusatz, der allerdings von vielen eher kritisch gesehen wird. Experte Ludwig Neulinger ist baff. Es ist so, dass ich da schon ein bisschen geplättet bin. Ich habe mir jetzt gedacht, bei den teuersten ist vielleicht dann auch mit den Zusatzstoffen ein bisschen moderater. Fazit: Wer ein Brötchen möchte, das dem vom Bäcker möglichst ähnlich ist,
ist mit den Tiefkühlweizenbrötchen gut beraten. Alle anderen, bis auf die teuersten, haben etwas mehr, aber gänzlich unbedenkliche Zusatzstoffe. Nächste Kategorie, der Aufwand. Wir wollen wissen, welche Variante ist am schnellsten in der Zubereitung? Profibäcker Ludwig erklärt uns, im klassischen Brötchen vom Bäcker steckt mehr Arbeit, als man denkt. Wenn ich jetzt meinen Teig, wie gesagt, mache, dann fange ich Mitternacht an und kann vielleicht um 9 Uhr morgens die ersten Semmeln backen. Das ist so, dass man die ganzen Teigruhezeiten immer einhalten muss, wo die Semmel reift. Wir starten wieder mit der günstigen Variante für 1,30 Euro das Kilo. Zubereitung bei 200 Grad oder Umluft 180 Grad, 8 bis 10 Minuten in den Ofen. 8 bis 10 Minuten, das geht ja fix. Einfach rein in den Ofen, kurz warten und fertig. Ob es bei unserem zweiten Produkt, den Tiefkühlweizenbrötchen, auch so schnell geht? Bei 150 bis 170 Grad, 12 bis 15 Minuten. Etwas länger als der Vorgänger also, logisch. Schließlich müssen sie erst auftauen. Kandidat 3, die Biobrötchen. Die sind ebenfalls tiefgefroren. Dauern die also auch so lange? 200 Grad auf der mittleren Schiene, 8 bis 12 Minuten. Etwas schneller also als der Vorgänger. Jetzt die Brötchen zum Selbstformen. Hier steckt natürlich von Haus aus etwas mehr Aufwand drin. So geht's. Dose öffnen, das scheint so mit dem Drehen zu gehen. Da muss man die Teigstücke trennen und einschneiden. Vor dem Backen heißt es kneten. Weiß nicht, ob man da schon Hobbybäcker ist dann. Den Teigling aus der Rolle zu fummeln ist gar nicht so leicht. Wow. Harte Nummer. Fühlt sich an wie Teig, aber eher mehr wie ein Marshmallow. Wie ein Marshmallow fühlt sich's an. Formen und dann 10 bis 15 Minuten lang backen. Insgesamt kommen wir auf eine Zubereitungsdauer von knapp 20 Minuten. Bisher das aufwendigste Produkt. Und nun die Luxusvariante für rund 7 Euro. Überraschung? Die gehen mal richtig schnell. 200 Grad Celsius im Backofen. Ober-Unterhitze, 4 bis 6 Minuten. Die schnellsten in unserem Check. Übrigens, geht's ums selber Aufbacken, hat der Maestro noch einen Expertentipp. Nämlich etwas Wasser in einem hitzebeständigen Gefäß dazugeben. Das verhindert, dass die Brötchen im Ofen austrocknen. Denn dank des entstehenden Dampfes, der auf die Semmeloberfläche kondensiert und da einfach das kompensiert, was da an Wasser verloren gehen würde beim Backprozess. Die Semmel wird da wieder Feuchtigkeit aufnehmen. Kurz vor Schluss muss der Dampf aber wieder raus. Ludwigs Trick, einfach eine Gabel in die Ofentür klemmen. Und dass ein kleiner Spalt da ist, dass der Dampf wieder weg kann. Dann entsteht außen wieder eine Rösche. Fazit, in Sachen Geschwindigkeit sind die Luxusbrötchen klarer Favorit. Für Backfans, die nicht alles von Grund auf selbst machen wollen, ist die Do-it-yourself-Variante geeignet. Das wohl wichtigste Kriterium, der Geschmack. Klar, da hat jeder seine eigene Meinung. Aber wir haben immerhin einen Bäckermeister am Start. Sein Credo für das perfekte Brötchen, außen knusprig, innen saftig und aromatisch. So muss das. Wir starten wieder mit, richtig, der günstigen Variante. Die Brötchen haben beim Backen eine appetitliche goldgelbe Farbe angenommen. Schmecken sie auch so gut? Die Kruste ist sicherlich aromatisch, weil da einfach Röststoffe dabei sind. Pluspunkt, denn im Aroma der gerösteten Kruste steckt das Geschmacksgeheimnis. Kann der nächste Kandidat das Tiefkühlweizenbrötchen da mithalten? Beißt man mal rein. Schmeckt blass, hat kein spezifisches Semmelaroma, überzeugt mich am allerwenigsten. Für unseren Experten indiskutabel, da schnitten die günstigen Brötchen weitaus besser ab. Die Bio-Variante konnte bisher im Test überzeugen. Sie sieht gebacken auch appetitlich aus. Fühlt sich auch schön rösch an. Jetzt schneiden wir sie mal auf. Porung schaut ganz attraktiv aus. Das wird darauf hindeuten, dass man schon auch Teigreifezeiten eingehalten hat. Es ist ein bisschen aromatischer.
Sie punktet mehr, ja. Probieren wir es nochmal, ob es nochmal kracht. Ja. Respekt, geschmacklich nah dran am Original vom Bäcker. Kandidat Nummer 4. Die Brötchen zum Selberformen. Können auch Sie den Experten überzeugen? Schmecken tut es ganz okay. Es hat auch ein bisschen eine Rösche. Wenn man es jetzt ganz frisch aufisst, ist wahrscheinlich schon in Ordnung. Nicht schlecht, aber da ist Luft nach oben. Kann das teuerste Produkt in unserem Check hier davonziehen? 7 Euro das Kilo. Dafür darf man schon was erwarten. Die riecht gut. Fühlt sich auch durchaus ganz rösch an. Rösch ist übrigens bayerisch für knusprig. Und so ist es auch. Aber am Innenleben hat Ludwig was zu meckern. Das Aroma ist vergleichsweise flach. Uninteressant. Punktabzug für die Luxusvariante. Fazit: Am nächsten dran am echten Bäckerbrötchen ist die Bio-Variante. Die Qual der Wahl am Brötchenregal. Experte Ludwig hat 5 Produkte in Sachen Aufwand, Inhaltsstoffe und Geschmack gecheckt. Sein persönlicher Favorit sind die Bio-Brötchen. Man kann dem da so einen Ehrenplatz geben, sozusagen in der Riege der Aufbackbrötchen. Kleines Krönchen für die Billigbrötchen, für nur 10 Cent pro Stück. Der Preis-Leistungssieger. Das ist ein Preis ja unschlagbar. Wenn es aus dem Ofen kommt, ist einigermaßen zart rösch. Klar, frisch vom Bäcker ist am besten. Aber auch im Supermarkt gibt's jede Menge tolle Brötchen. Und mit etwas Insiderwissen kann man sie bewältigen. Die Qual der Wahl.